Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Spider-Man. Es geht weiter hier mit der Geschichte. So, wir sind gerade aus der Kanalisation raus, haben Silver Sable gerettet. Da ist der Gulli. Und jetzt haben wir da an der Hauswand da so ein paar Sachen entdeckt, die wir kurz mal scannen müssen. Sind das auch wieder weitere Stromkabel? Mal gucken, was wir da rausfinden. Vielen Dank an alle, die letzte Folge wieder unterstützt haben mit Daumen nach oben. Ist das von irgendeinem Straßenkünstler? Ein Straßenkünstler? Ich glaube, das sind doch... Hier war doch irgendwas befestigt, oder? Wenn euch die Folge heute auch gefällt, lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da. Vielleicht wird sie genauso interessant wie die letzte. Mit Sable und so. Das war cool. Oh, hier ist... Jemand gestorben? Das ist eine Akte. Ein Polizeibericht. Anscheinend wurde jemand bei einem Überfall getötet, aber es wurde nichts gestohlen. Was ist mit dem Audiorekorder? Warum hat das einer liegen lassen? Sie leiden also unter arbeitsbedingtem Stress. Dann sind Sie hier richtig. Das ist mein Spezialgebiet. Habe ich gehört. Beschreiben Sie mir genauer, wie Sie sich fühlen. Ich schätze, ich setze mich selber sehr unter Druck. Ich will immer der Beste sein und mein Boss ist sehr anspruchsvoll. Was machen Sie beruflich? Sie stehen hier unter Schweigepflicht, richtig? Natürlich. Gut, denn wenn irgendwas diesen Raum verlässt, sind Sie tot. Auf der Akte steht 1 von 9. Es muss in der Stadt noch mehr davon geben. Hier sind ein paar GPS-Koordinaten. 1 von 9? Ich liebe ja Schatzsuchen, aber irgendwas sagt mir, dass ich da nirgendwo eine Truhe voll Gold finden werde. Nee. Dann haben wir hier also noch was zu tun. Dann sind das die Sachen, die also noch fehlen in den Tonaufnahmen 0 von 2. Ich habe mich immer schon gefragt, was fehlt denn noch in den ganzen Bezirken? Es sind die Tonaufnahmen. Okay, dann müssen wir uns die mal alle anhören. Und am Ende finden wir vielleicht den Täter, den Mörder, um wen es sich da handelt. Er will also immer der Beste sein, aber er hat Angst vor seinem Boss. Interessant. Die haben wir doch schnell. Komm, ja, dann machen wir uns auf den Weg. Eine kleine Schatzsuche. Ich glaube, ich bin nah an einem anderen Tatort. Okay. Spider-Man wird schwarz tragen? Nee, jetzt gerade nicht. Hier ist ein Tatort, aber ich sehe nichts. Es ist nur hier nur so ein kleiner Kreis auf der Karte. Hey Peter, nur hey. Dass du's weißt, ich habe das Haus nicht verlassen. Freut mich zu hören. Was gibt's? Ich habe den Polizeifunk gehört. In der Stadt passiert eine Menge, und zwar die ganze Zeit. Ja. Ziemlich überwältigend, was? Junge. Wie schaffst du das? Ich meine, du kannst ja nicht überall sein. Weißt du noch, was May immer sagte? Hilfst du einem, hilfst du allen. Ja, aber ich habe nie verstanden, was sie damit meint. Okay, weißt du noch, die Frau, die mit ihren beiden Kindern ins Feast kam? Die zwangsgeräumt wurde? Ja. Als sie wieder einen Job und eine neue Wohnung hatte, sagte sie, sobald mein erstes Gehalt da ist, spende ich so viel wie möglich an dieses Asyl. Also, wir halfen ihr, jetzt hilft sie anderen. Helfen wirkt wie ein Multiplikator. Ganz genau. May war wirklich ziemlich toll. Die tollste. Ich schicke dir eine Adresse, sobald ich hier fertig bin. Also halt dich bereit. Und bring diese Netzschießer mit. Endlich! Aha. Schau mal an. Aber wieso finde ich hier keinen Hinweis? Ich wüsste nicht mal, nach was ich hier genau Ausschau halten muss und ob das auf der Straße ist. Ich gucke gerade schon hier auf den Dächern. Weil das andere war ja auch auf dem Dach. Und das ist hier auch noch in diesem Bereich drin. Vielleicht ist es ja doch irgendwo oben. Die Visitenkarte der geheimnisvollen Person. Ach, da. Hier sind diese Markierungen. Ah, es ist hier unten. Noch ein Polizeibericht. Und noch ein Audiorekorder. So angebracht, dass wirklich nur Spider-Man das findet? Das ist aber jetzt schon verdächtig. Das kommt mir bekannt vor. Echt? Der letzte Aufenthaltsort eines Magier-Informanten, der vor ein paar Monaten verschwunden ist. Haben Sie mir gerade gedroht? Wir sollten die Sitzung beenden. Sorry, Doc. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin etwas paranoid. Paranoid ist er auch noch. Ach, jetzt wird das andere nicht angezeigt, weil das noch läuft. Mann, ich wollte gerade gleich zum nächsten. Stressiger Job. Okay. Erzählen Sie mir mehr von Ihrer Arbeit. Wie sieht Ihr Alltag aus? Alltag.
Ich wache auf und schaue auf mein Telefon. Der Boss sagt mir, um wen ich mich kümmern soll, dann frühstücke ich. Mhm. Ich probiere gerade diese Keto-Diät aus, wissen Sie? Dann führe ich den Auftrag aus. Manchmal muss ich dann nach Hause und mich waschen. Nachmittags mache ich öfter Sport, danach Abendessen. Entschuldigung, einen Moment bitte. Was heißt den Auftrag ausführen? Ich töte, wen mein Boss mir aufträgt. Ich bin ganz gut darin. Hab schon einige Erfahrung. Der Typ klingt wie ein Handlanger der Magier. Das scheint nur ein Teil der Geschichte zu sein. Ich sollte nach weiteren solchen Orten suchen. Der macht halt einfach die Drecksarbeit für die Mafia. Leute ausschalten und so weiter. So, dann ist es blöd, dass ich nicht gleich schon zum nächsten schwingen kann. Wenn ich eins gefunden habe, das würde einiges vereinfachen. Ich muss dann erstmal die Aufnahme weiterlaufen lassen, dass die nächsten dann wieder auf der Map angezeigt werden. Ich müsste nah dran sein. So, bevor ich das jetzt annehme, gucke ich schon mal, wo das nächste wäre. Damit ich da schon mal so hinschwingen kann. Und ich mache mir hier schon mal eine Markierung. Die bleibt ja. So. Dann gehe ich da gleich auf jeden Fall so hin. Komm schon, hoch. So, also wo sind hier die gelben Markierungen? Da oben, hier haben wir doch was, oder? Nö. Das sind nur Sonnenstrahlen. Wer auch immer diese Orte herrichtet, mag die Farbe gelb. Gelb? Wer könnte es denn sein? Wer macht denn immer so gelbe Sachen? Bei Spider-Man. Ich glaube, ich gehe mal da oben hin. Könnte auch schneller gehen. Komm, nochmal. Voll die Slackline hier, ey. In der Höhe. Voll cool. Ah, da klebt es an der Wand. Noch ein Bericht über ein Verbrechen. Hören wir mal, was der Rekorder zu bieten hat. Und was denken Sie, Doc? Klinisch gesehen sind Sie ein Soziopath. Sie bereuen Ihre Taten nicht. Sie lösen auch keinen Stress aus. Ich bezweifle, dass Sie glauben, mit Ihnen stimme etwas nicht. Warum sind Sie also heute wirklich hier? Sie sind schlau, das gefällt mir. Okay, kommen wir zur Sache. Tun Sie, was ich sage, dann lasse ich Ihre Familie leben. Lol. Wow. Kommen wir zur Sache, okay? Ich weiß, warum Sie hier sind. Als Sie reinkamen, wusste ich sofort, wer Sie sind. Und okay. Ich weiß noch etwas. Bevor ich irgendetwas für Sie tue, werden Sie etwas für mich tun. Hä? Also das kam überraschend. Vom Diese Doktor? Diese Tatorte sehen alle wie getarnte Magierverbrechen aus. Und wenn der Typ auf dem Band ein Magierhandlanger ist, dann hat er vielleicht diese ganzen Leute getötet. Ja, aber wollte der Doktor gerade, der Psychologe, ihn anheuern für einen Auftrag? Ich bin bereit. Komm zu meiner Basis. Ich wollte schon länger fragen, wie kannst du eine Basis in der Stadt haben, von der ich nichts weiß? Okay, bis bald. Warum okay. Legt sie immer mittendrin auf? Vielleicht war das gar keine Absicht, sondern wir wurden unterbrochen. Nein. Dann wartet sie vielleicht auf einen Rückruf. Nee, wir machen aber erstmal das hier weiter. Sie hat kein Guthaben mehr auf ihrer Handykarte. Das, ich meine, sie nutzt vermutlich internationales Roaming und das ist echt teuer. Genau. Sie musste ganz dringend ihre Waffen polieren. Oder es ist ganz einfach. Die offensichtlichste Erklärung dafür ist, sie hasst mich. Das wird wahrscheinlich offensichtlich sein, Logik verdirbt einem echt jeden Spaß. Hier ist jemand zu Tode gestürzt. Man hielt es für einen Unfall, aber stimmt das? Auf der letzten Aufnahme hat der Therapeut den... Jetzt habe ich auch vergessen, den nächsten anzuklicken. Hier war noch auf jeden Fall einer irgendwo hier, ne? Irgendwo in der Gegend. Spieß umgedreht. Da sind Sie ja. Setzen Sie sich. Haben Sie das, das sollte Ihr Kapitalproblem beheben. Was war das denn? Okay. Das tut es allerdings. Danke. Also, ich nehme an, Sie sind hier, weil ich einige Polizeibeamte behandle. Da liegen Sie richtig. Oh. Aber mein Boss und mich interessiert nur eine Patientin. Ah. Wen geht es? Captain Yuri Watanabe. Yuri? Was hat sie damit zu tun? Ich fürchte mich vor dem Ende dieser Geschichte. Aber ich muss dranbleiben. Der Psychologe hat auch Yuri behandelt, weil sie ja auch recht durchgedreht ist mit den ganzen mit der Hammerhead-Aufgabe. Und die wollten jetzt so durch den Psychologen an Yuri rankommen.
weil Hammer jetzt seine Rache will. Interessant. Da haben ja einige auch schon in den Kommentaren gefragt, dass sie gerne gewusst hätten, wie es mit Yuri weitergeht. Vielleicht erfahren wir hier was. Es muss hier in der Nähe sein. Bei der Aufgabe. Noch etwas für mich. Das ist immer nur für dich. Nein, nicht den. Ich habe mein Spider-Bot aktiviert. So eine Kacke. Okay. Aufs Dach geht's aber auch noch. Hier sind so viele Leinen. Welcher soll ich denn danach hinterhergehen, ey? Alles eingezäunt hier. Da unten ist es, okay. Noch eine Akte und ein Rekorder. Na? Halt doch mal dann. Wer malt hier die Bilder so an die Wände? Guck dir das mal an. Die Polizei hielt dies für einen Selbstmord. Okay. Aber Yuri hatte Zweifel. Das Opfer gehörte zu Hammerheads Kumpanen. In der letzten Aufnahme haben sie über Yuris Krankenakte gesprochen. Das stimmt. Da werden wir noch mehr erfahren. So, ich habe jetzt bei dem hier alles fertig. Guck mal, dem Bezirk 100%. Hier auch. Jetzt geht's noch weiter hier hin. Hier sind auch noch zwei Tonaufnahmen. Ich weiß natürlich wieder nicht wo. Hier ist Captain Watanabes Akte. Das ist alles. Ja. Haben Sie Sitzungen von ihr aufgezeichnet? Nö. Nein, ich zeichne Sitzungen nie auf. Das wäre unethisch und illegal. Wir möchten, dass Sie Ihre nächste Sitzung aufzeichnen. Und mein Boss hat eine Liste mit Fragen, die Sie stellen sollen. Haben Sie damit ein Problem? Nein, kein Problem. Ich sollte mir das wohl nicht anhören. Aber ich kann nicht aufhören. Nee, wir müssen uns das anhören. Wir werden da sicherlich... Oh, hier sind wir noch nicht. Wer das hinterlassen hat, war wohl mit der Arbeit der Polizei nicht zufrieden. So, 5 von 9, komm, wir brauchen noch 4. Ach, guck mal, die sind alle hier hinten an der Ecke. Da und dann hier neben den Sternen, das muss ich mir merken, da die Position. Sehr gut. Sehr gut. Heute gehen wir auf Schnitzeljagd hier. Ich finde das aber auch gerade mal entspannt. Man muss ja nicht in jeder Mission so ein Hammerhead-Außenposten zerkloppen und nur am Rumkämpfen sein, sondern das hier gehört auch dazu. Die Detektivarbeit von Spider-Man. Und falls Yuri in Gefahr ist, dann müssen wir ihr helfen. Sturzflug und... So kriegt man immer so Speed drauf, ey. Ich werde das vermissen, dieses durch die Stadt zu schwingen. Bleibt nur zu hoffen, dass der zweite Teil vielleicht auch bald kommt. Vielleicht nächstes Jahr, 2020. Okay. Ich komme näher. Ich hoffe, dass der die hinterlassen hat, seine Gründe hatte. Ich muss erstmal nach den gelben Sachen suchen. Wer ist es? Gerade sehe ich keine. Wie geht's? Erstmal runter. Ach, guck mal, der Bereich ist aber klein. Schlechtes Licht. Ah, hier. Ich hoffe, dass der die hinterlassen hat, seine Gründe hatte. Da. Yuri hat mir erzählt, dass hier jemand ertrunken ist. Okay. Es kam mir verdächtig vor, weil das Opfer hervorragend schwimmen konnte. All diese Berichte stammen aus den letzten 12 Monaten. Aber letzten Monat hat Yuri selbst all diese Fälle übernommen. Mhm. Hat Yuri mir all diese Aufnahmen hinterlassen? Okay, Yuri, machen wir weiter. Denke sie immer noch so zwanghaft an diesen Verdächtigen? Ja, manchmal fühlt es sich an, als hätte ich ihn fast. Und manchmal so, als würde ich ihn niemals kriegen. Machen Sie auch Ihre Atemübungen? Ich versuch's. Aber? Ich weiß, wer er ist. Und wo er ist. Und ich weiß, was er getan hat. Aber ich kann nichts tun. Nicht ohne rechtlich verwertbare Beweise. Das muss frustrierend sein. Sie haben ja keine Ahnung. Anscheinend nimmt Yuri an, dass der Typ auf dem Band all diese Leute umgebracht hat. Ja. Ich glaube, sie könnte recht haben. Okay, aber sie muss sich natürlich wieder ans Gesetz halten, was ihr da auf jeden Fall wieder ein paar Schwierigkeiten macht als Polizistin. Und damit hat sie dann in letzter Zeit ein paar Probleme gehabt. Immer, dass die Verbrecher immer machen können, Vorsicht, was sie wollen. Sind fertig. Und sie immer ans Gesetz gebunden ist halt. Und wieder das typische Geld. Der Rekorder muss hier irgendwo sein. Ja, der hängt da oben. Ja, wieso lässt du den jetzt los, du Spinner? Ja.
Das war gerade gar nicht so leicht, hier hochzukommen, um das Ding zu finden. Ich hänge jetzt hier kopfüber an dieser U-Bahn-Station und da ist die nächste Aufnahme. Ich glaube, hier gab es einen Fall von Fahrerflucht. Das Opfer sollte eigentlich gegen einen von Hammerheads Leuten aussagen. Die Polizei hat natürlich keinen Verdächtigen gefunden. Natürlich. Auf der letzten Aufnahme klang Yuri frustriert. Sie haben ja keine Ahnung. Nee, der hat wirklich keine Ahnung. Ich auch nicht. So, hier haben wir noch die nächsten zwei Aufnahmen. Und dann ist, glaube ich, auch hier dann die letzte Mission, die Nebenmission dann. Das ist alles. Ja, ich meine, wir haben noch kurz über Ihre Medikation gesprochen, aber wann ist Ihre nächste Sitzung? Warum? Was wollen Sie denn tun? Ich werde das tun, was mein Boss mir aufträgt. Oh nein. Oh. Holen Sie zum Schlag gegen Yuri aus? Ja. Ich muss zu diesen anderen Orten. Zwei noch, 7 von 9. Kriegen wir noch hin. Komm schon. Och, die sind da in der Ecke. Hier und das andere dann da. Okay, alles klar. Alles klar. Die wollen echt Yuri jagen. Hammerhead will seine Rache für den Kopfschuss. Und Yuri wurde ja suspendiert. Oder beurlaubt. Von der haben wir nichts mehr gehört seitdem. Die musste ihre Marke und Waffe abgeben. Ziemlich traurig. Jetzt, wir sind ja am Times Square. Ich schwinge hier nochmal durch. Das ist aber ganz schön weit oben da. Ich glaube, die nächsten sind einfacher einzusammeln, als das eben bei der U-Bahn-Station da. Oder bei diesem Weg. Das war echt eine blöde Position. Hoch. Schwingen. Upp. Ich glaube, ich bin fast da. Bin ich? Geht's noch weiter hoch? Bestimmt hinterlässt Yuri all diese Sachen. Yuri. Aber wie kommt Yuri denn bitte immer die ganze Zeit so hoch an solche Positionen hier? Wow, das war schnell. Ich glaube, ich bin zu hoch. Ja. Es hängt hier an der... Noch ein Bericht und ein Rekorder. Ich will fast nicht zuhören. Boah, die Dinger sind so kacke angebracht. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich darf nicht zu schnell gehen. Ich bin noch hier. Guck mal, das auch. Das ist mitten da drin. Und ich kann da nicht hoch. Ey, wer macht sowas? Da hat der Entwickler echt ein bisschen Mist gebaut, finde ich. Wieso klettert der denn jetzt nicht normal? So mitten in, entweder in so einer Kackposition unten oder jetzt hier... Ey, jetzt hör doch mal auf, ständig rumzuspringen. Gehst halt an, guck mal. Ey, ich will dich darauf stellen, hier auf dieses Ding... er macht es nicht. Hier draufstehen. Siehst du, er springt automatisch wieder runter. Dankeschön. Da, ich muss auf den Punkt drauf. Meine Güte. Ich erinnere mich daran. Jemand wurde bei einem Unfall durch einen Stromschlag getötet. Yay. Und das Opfer kannte Hammerhead. Yuri hat aber keine Hinweise auf ein Verbrechen gefunden. Diese Fallakten werden immer aktueller. Mhm. Das hier ist erst vor ein paar Wochen passiert. Sie wirken nervös. Ja, naja, wenn der Chief wüsste, dass ich undercover für Sie arbeite. Ich darf meinen Job nicht verlieren. Vielleicht sollte ich diese Atemübungen mal ausprobieren. Ja. Na, das ist aber interessant. Oder ich. Keine Angst. Ich werde nichts sagen. Und Sie machen das gut. Sie sehen wirklich aus, als wären Sie vom Fach. Vielen Dank. Glaube ich. Sie glauben, er weiß, dass Sie verkabelt waren? Wenn ja, dann ist er ein verdammt guter Lügner. Er ist ein Magier-Handlanger. Und ein guter Lügner. Aber ob er auch weiß, dass er angelogen wird? Das wird sich morgen herausstellen. Sind Sie sich ganz sicher? Wir erwischen ihn, wenn er versucht, einen Officer zu töten. Dafür bekommt er lebenslänglich. Yuri, was machst du nur? Ich muss sie finden. Jetzt hat sie sich auch noch selbst als Köder ausgegeben, ey. Um ihn anzulocken. Und genau das zu geben, was er will. Ganz nah am letzten Tatort. Ganz nah am letzten Tatort. Wo sehen wir denn hier noch gelbe Markierungen? Da. Yuri war hier. Wo ist die Akte? Eieiei, das ist ja hier gut rumgesponnen, ey.
Wo ist die Akte? Da unten ist die Akte. Nee, das ist eine Lampe. Ist keine Akte. Hallo? Hat jemand von euch eine Akte gesehen? Ach, guck mal, die ist hier in der Mitte gespannt. Na, das ist ja mal was. Ich erinnere mich, dass Yuri sagte, dies sei wohl ein Unfalltod gewesen. Lebensmittelvergiftung, okay. Glaube ich. Lebensmittelvergiftung. Hey, Captain. Sind Sie bereit? So bereit wie nie. Ich bin verkabelt und auf dem Weg ins Büro. Schnapp mir nur noch einen Kaffee. Okay, ich gebe einen aus, wenn es vorbei ist. Darauf freue ich mich, Captain. Yuri wurde suspendiert, aber sie lässt nicht locker. Das verdient wirklich Respekt. Hi, einen großen Kaffee bitte. Hallöchen, Doc. Mit wem haben Sie gerade gesprochen? Oh, hey. Das klang nicht nach Lebensmittelvergiftung. Oh, warum habe ich mir das angehört? Das war ein Schuss. Neue Nebenmission freigeschaltet haben wir dadurch. Das war auf jeden Fall ein Schuss. Keine Lebensmittelvergiftung. Und dort haben wir dann die Mission hier. Waage der Gerechtigkeit heißt das Ganze. Anruf von einer unbekannten Nummer. Hallo? Hallo, alter Freund. Yuri! Treff mich an der Ecke Madison und 23. Straße. Wir müssen reden. Halt, warte, Yuri! Mist, sie ist weg. Oh ja. Nach allem, was Yuri erlebt hat, muss es ihr furchtbar gehen. Sie tut nichts ohne einen Grund. Warum hat sie mich also auf diese gruselige Tatort-Tour geschickt? Ja. Sie muss eine Spur zu diesem Handlanger haben. Ich freue mich, sie zu sehen. Und ihr zu helfen. Bei was auch immer. Da freue ich mich auch. Also Leute, das war heute eine spannende Schnitzeljagd. Wir haben uns die ganzen Aufnahmen angehört. Und wir haben jetzt die Nebenmission freigeschaltet für Yuri. Also wir treffen sie doch nochmal wieder. An alle, die sich gefragt haben, was mit ihr passiert ist nach dem zweiten DLC mit Hammerhead. Die werden dann in der nächsten Folge, genau wie ich, auch sehen, wie es ihr jetzt geht und was sie noch so alles plant. Ich freue mich drauf. Also ich hoffe, euch hat auch diese Folge hier heute gefallen. Gut, es war nur in der Stadt rumschwingen, aber die Aufnahmen anzuhören, das fand ich spannend. Also vielen Dank fürs Einschalten und bis morgen dann zur nächsten Folge von Spider-Man. Dankeschön und bis dann, haut rein, ciao, ciao.